Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Sim Airport und wir legen mal wieder los hier. So, da ist ein Flugzeug gelandet, glaube ich. Ja, da ist es auch wieder ein 320er. Ne, eine Boeing 737. Ui. Die sind doch bestimmt groß. Wie viel passen denn da rein? Ist auch wieder ein bisschen früher gekommen. Der will hier auch gar nicht tanken. Geplanter Abflug in 130 Minuten. Oh, jetzt wird es hier oben ganz schön voll. Wenn jetzt noch die ganzen Leute aussteigen. Naja, kriegen wir schon hin. Ist noch nicht gebaut. Unser Metalldetektor, den wir hier unten noch gebaut haben, ist noch nicht fertiggestellt. So, da kommen sie alle. Oh ja, das sind schon ein paar mehr Leute. Und jetzt stellen sich die, die jetzt mitfliegen wollen, auch schon in die Warteschlange. Und dann gucken wir uns heute auch nochmal oder in dieser Folge auch nochmal an, ob wir noch irgendwo einen Flug unterkriegen würden. Jetzt müsste eigentlich auch gleich wieder unser Golfmobil kommen. Ach, die boarden sogar schon. Wie viel... 60 Leute nur. Wobei, war nur, ja. Wir sind ja nur ein kleiner Flughafen. Sind 60 Leute auch schon ganz schön viel. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben... Ja, wir müssen vielleicht mal abwarten, wie es jetzt den Tag überläuft. Da kriegen wir jetzt das erste Mal Geld rein. So, ich wollte das aber mit dem Gepäck mal beobachten. Das wurde jetzt oben eingeladen. Wird jetzt mit dem Golfmobil nach unten gebracht. Und müsste dann eigentlich hier landen. Das kann man halt später dann mit Förderbändern machen. So heißt es. Förderbänder. Damit das dann automatisch hier rüber gebracht wird. Und nicht jemand mit dem Golfcar hier durch die... Ja, durch die... durch unseren Flughafen donnern muss. Und das Gepäck wahrscheinlich jetzt einfach nur so dahin schmeißt. Jo. Such dir deinen Koffer. Oh ne. Windbedingungen verschlechtern sich. Das kann sein, dass wir dann keinen... Ja. Start- und Landebahn ist inaktiv. Weil zu viel Wind. Das heißt, der kann nicht starten. Und der nächste kann nicht landen. Was natürlich schlecht ist. So, wann müsste der wieder los? Der müsste um 10.30 Uhr los. Gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Also, das Gepäck fehlt sowieso noch. Da können wir jetzt sowieso nicht so viel machen. So, also ein Metalldetektor steht wieder. Das heißt, wir können den hier wegnehmen. Ich weiß gar nicht, warum die von der Sicherheitskontrolle jetzt dahin gedackelt ist. Jetzt kann ja gar keiner mehr das Gepäck scannen. Na gut. Kann man ihn hier eigentlich auch Warteschlangen vorsetzen? Ja, siehst du jetzt... Ups. Jetzt sagt sie schon, es gibt nichts, wo ich mein Gepäck scannen kann. Jetzt gibt es das wieder. Sie steht trotzdem noch dumm darum. Ne, jetzt hat sie es geschnallt. Und die Start- und Landebahn scheint wieder frei zu sein. Ne, doch nicht. Die sind fertig, aber er kann jetzt nicht starten. So, ich würde hier aber ganz gerne eine Warteschlange vorsetzen. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Bin ich mal gespannt. So. Ach Gott, jetzt habe ich die verbunden, oder was? Nee, habe ich nicht. Gut. Ich dachte schon. Kann ich das hier zuordnen zu Warteschlange? Ach, das können wir auch nochmal. Okay. Das würde ich dann sagen, ist hier vorne ist Economy. Und den hier zuordnen zu... Hier nehmen wir Economy raus und hier ist nur erste Klasse und Flugcrew.
Ja, die latschen trotzdem so blöde hier lang. Na gut, aber auf jeden Fall haben wir das schon mal geändert. So, der wartet immer noch auf den Runway. Wir müssen jetzt abwarten, dass es besser wird. Wann wollte der starten? Moment. Ich prüfe das. 10:30 Uhr. Na gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, das ist jetzt schon mal ein bisschen besser geworden. Ja, jetzt kann er los. Ist ja ganz schön schnell rausgescheppert da. Und der nächste Flug kommt um 11:45 Uhr. Also alles im Rahmen. So, wir gucken aber. Ups. Gucken aber mal, ob wir hier noch irgendwo einen anderen Flug reinkriegen. Aber das sieht schlecht aus, weil wir nachts keine Flüge haben. Warum eigentlich nicht? Wir haben doch eine beleuchtete Start- und Landebahn, aber da fehlt wahrscheinlich noch irgendwas. Was wir machen könnten, wäre die hier noch. Den noch einen Tick nach hinten. Den ein bisschen nach vorne. Der könnte da noch ein Flug reinpassen. Was haben wir denn hier so Schönes? Nehmen wir doch ein A320. Ah, ich habe gerade gesehen. Moment. Der wurde hier jetzt. Kann ich den. Nee. Benötigt mindestens eine Start- und Landebahn, die über Beleuchtung verfügt. Hatten wir die nicht eingebastelt? Nee, haben wir nicht. Haben wir gar nicht. Deshalb geht das auch nicht. Ja gut, wir haben den Flugplan jetzt ein bisschen enger getaktet. Müssen wir mal gucken, ob das so gut ist. Ob das so funktioniert. Ich weiß es noch nicht. Wir experimentieren hier so ein bisschen. Wahrscheinlich sitzen einige von euch jetzt zu Hause und schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Wie kann man das nur so machen? Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie können wir dann eigentlich die Förderbänder bauen? Dafür brauchten wir doch noch was, müssten wir doch noch was erforschen. Kann ich das schon bauen? Doch, kann ich das schon bauen. Geht nicht. Okay, Moment. Abwärtsbewegung des Förderers. Förderband. Gepäckdepot. Ein Endpunkt im Freien. Ach so, der kommt dann wahrscheinlich hier irgendwo hin. Blockiert durch Gate L. Benötigt eine nahe Straße oder Rollweg. Haben wir doch. Durch Straße blockiert. Und below flow before placement. Aber es kann auch sein, dass ich dafür auch was. Moment mal. Kreuzung für Start- und Landebahn. Das können wir alles so ein bisschen noch hier erforschen, ne? Und jetzt kam wieder ein bisschen Kohle rein, weil wieder ein Flugzeug gelandet ist. Aber wie ist denn? Ich krieg das noch hin mit den Förderbändern. Ich dachte jetzt, ich muss es unterirdisch bauen, aber das ist auch Quatsch. Foundation. Foundation ist ein Fundament, aber ich kann doch nicht hier ein Fundament hinsetzen, denn es ist ja nicht mehr im Freien, das ist ja auch blöd. So, Flugzeug gelandet. Ich kann einen Wanderweg bauen. Ach, das sind diese. Wo du dich draufstellst und dann diese Rolltreppen hier horizontal verlaufen. Ich verstehe.
So, trotzdem wundert mich das, dass ich. Cryos Foundation on Below Floor Before Placement. Ach, hier drunter brauchen die noch ein Fundament oder was? Was sind das für ein Blödsinn? Jetzt hier sage, ich will jetzt. Ja, das ist natürlich zu teuer jetzt. Aber ich denke mal, daran liegt das. Wir müssen hier drunter irgendwie. Below Floor, ja, der. Oh, es ist schon wieder Wind oder was? Oh, wie ärgerlich. Okay, dann müssen wir ein bisschen warten, bis wir mal ein bisschen Geld verdienen. Irgendwie verdienen wir nämlich kein Geld, so wirklich. Wir haben ziemlich hohe Personalkosten. Wir müssen ziemlich viel Vermögenssteuer bezahlen und wir verlieren. Und wir verlieren 6.380 Dollar. Super. Aber jetzt kommt schon der nächste Flug gleich. Ich hoffe, das ist dann ein bisschen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Oh, das geht gerade ein bisschen zu schnell. Ich habe übrigens noch keine Flugcrew irgendwo gesehen. Um 4:30 Uhr nachmittags soll er wieder los. Ich hoffe mal, ich weiß nicht, kann man sehen, welchen Flug die kriegen wollen? Lifecycle. Nee. Wir gucken mal hier. Aerostar 4958, das ist der hier. Das heißt, ja gut, jetzt sind alle durch hier, aber die sind noch nicht alle durch die Sicherheitskontrolle hier. Das ist natürlich nicht so toll. Gepäck scheint ja relativ flott zu gehen. Das hier dauert ein bisschen länger. Aber es ist alles im Rahmen. Das heißt, sie kriegen alle ihren Flug hier vorne stehen oder hier oben stehen sowieso noch Leute an. Von daher startet die Maschine ja auch noch nicht. Und Gepäck fehlt sowieso noch. Ich überlege gerade, wie das mit den. Wartet mal ganz kurz. Ich will mal nochmal was mit den Förderbändern gucken. Förderband muss ich komplett. Ja, hier oben geht es natürlich nicht. Hier auch nicht. Warum geht das nicht? Ich vermute mal. Das geht wirklich nur, wo ein Fundament ist. Das heißt, wir müssen das hier, wo das ja dann eingeladen wird, müssen wir komplett Fundament machen. So, 4:30 Uhr war geplant. Die Maschine ist jetzt 100% gebordet. Gepäck ist alles drinne. Und tschüss. Also, wir kriegen das schon relativ zügig auch hin. Die Maschinen starten alle früher, als sie müssten. Was prinzipiell ja erstmal gut ist. Mich persönlich stört jetzt noch das mit den Förderbändern. Das müssen wir noch irgendwie. Also ich denke, wir müssen hier einfach ein Fundament auf der Ebene darunter machen. Dann sollte das funktionieren. Wann kommt jetzt die nächste Maschine? Die letzte Förderbahn kommt um 5:30 Uhr. Ja, nee, doch, kommt um 5:30 Uhr, ja. Achso, das war die andere Maschine noch, die gerade die Start- und Landebahn benutzt hat. Trotzdem machen wir immer noch einen Verlust. Das ist wegen dieser blöden Vermögenssteuer oder sowas.
Ich habe kein Vermögen. So, und die Toiletten funktionieren immer noch nicht. Benötigt ein Umschloss. Es ist doch ein umschlossener Raum. Ein Quatsch. So, Moment, wir nehmen mal die Zone hier nochmal weg. So, und dann gehen wir mal Damen Toilette. So. Setzen die nochmal. Dann funktioniert's. Oder? Ja. Merkwürdig. Okay, dann muss ich die Zone hier nochmal wegnehmen. Und dann haben wir zumindest hier mal Toiletten. Herrentoilette. So. Zack. Und dann funktionieren die Toiletten. Dann können die Leute auch mal auf die Toilette gehen. Es ist echt zu groß geworden hier. Da müssen wir mal überlegen, vielleicht teilen wir das nochmal und machen daraus irgendwie noch ein Büro oder Bürotrakt oder irgendwie sowas. Das kriegen wir dann auch noch hin. So, aber ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss für heute. So. In der nächsten Folge versuche ich mal, wenn das Geld reicht, das mit den Förderbändern hinzukriegen. Ich denke, ich habe da schon eine Idee. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, schreibt einen Kommentar oder abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, euer David von mynika.de.